Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge. Heute ist das Thema Rückrundenstart. Besser kann's nicht laufen. Ja, und damit steigen wir dann gleich ins Thema ein. Ja, moin zusammen. Ja, heute machen wir mal den Rückrundenstart. Ja, fangen wir mal von Anfang an. Wir sind alle relativ entspannt nach 7 Wochen Pause ins Stadion gekommen, haben uns gedacht, naja, wir nehmen das, was wir vorher gesehen haben, mal mit in die Rückrunde, machen uns einen schönen Abend, war ja Samstagabend, ne, 20.30 Uhr, ja, der schöne Abend war dann nur kurz, war nicht sehr lange. Ja, angefangen haben wir im Fußball natürlich ganz easy, ganz normal. Wir haben Kaiserslautern gut kontrolliert und auch gut bespielt, laufen lassen, Raumabdeckung, sowas war alles vorhanden. Stefan Leitl saß ja auf der VIP-Loge oben und durfte nicht mitspielen, weil er sich beim Spiel im November in Kiel beim letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause eine gelb-rote Karte abgeholt hat wegen zu energischem Meckern oder auch, wie man sagt, man durfte nicht zu viel Emotionen im Fußball zeigen. Aber das Thema haben wir ja schon öfters gehabt. Ne? Emotionen sind ja im Fußball auch eine sehr strittige Marke. Ja, auf jeden Fall, er saß oben, der Co-Trainer hat unten gespielt mit der Mannschaft. Und das lief auch. Und in der 17. Minute hat unser Derek Köhn dann das 1:0 gemacht für 96. Und das war auch alles hochverdient und war auch super. Sensationell durchgespielt. Und der Spieler von Kaiserslautern hat den Ball nicht wirklich wegbekommen. Es ist dann der Rebound, wie man im Basketball sagt, also der kam dann zurück, der Ball, und wir haben ihn dann durch direkt Köhn dann durch einen Linksschuss ins Tor gebracht. So weit, so gut. Aber irgendwie ist das so ab der 35. Minute nicht mehr ganz so stabil gewesen, woher das auch immer kommt, keine Ahnung. Wir haben uns sozusagen das 1:0 noch in die Pause gerettet und haben in der Pause, ich weiß nicht, den Stecker nicht mehr gefunden oder die Synapsen im Kopf abgeschaltet, weil unsere Mannschaft ist rausgekommen und es ist nichts mehr da gewesen von dem, was wir die ersten 35 Minuten gezeigt haben. Wir haben vor der Pause Kaiserslautern immer stärker gemacht. Das hat Kaiserslautern natürlich brandgefährlich gemacht. Und sagen wir mal so, wie hirnverbrannt muss man eigentlich sein, diese Mannschaft, die man 38 Minuten sehr gut bespielt hat, in der zweiten Halbzeit gänzlich zu vergessen. Ja, das nehmen sich natürlich 11 Spieler zu Herzen und sagen dann, okay, dann spielen wir halt jetzt. Und Kaiserslautern wollte ja den Ausgleich und das haben sie in der 49. Minute auch sensationell hingekriegt. Ein wirklich tolles Tor von Kaiserslautern. Nach diesem Moment war 96 anscheinend auch nicht mehr anwesend, weil die nächsten gut 15 Minuten hat man 96 gar nicht mehr gesehen, nicht ansatzweise mehr. Es kam dann zwar
Weidand für Trisoldi in der 54. Minute, aber auch das hat null funktioniert, denn ich weiß nicht, was die Mannschaft sich da ausgedacht hat, weil in meinem Verständnis hat ein Spieler, der im Angriff ist, nichts auf der Flanke zu tun. Der hat nichts außen, links oder rechts außen zu tun, sondern der hat in der Mitte zu stehen. Als Torjäger, als Flanken, Annahme, Kopfball, whatever, scheißegal, in die Mitte damit. Nein, was hat man gemacht? Hendrik Weidand durfte dann Flanken schlagen, die natürlich aus seiner Sicht völlig verständlich nie im Leben da angekommen sind, wo sie hin sollten. Woher soll es auch kommen? Mein Gott, sind wir schlau. Aber das war dann 96, wir waren ohne Ideen, wir haben nichts geschnallt bekommen. Kaiserslautern war oben auf, die haben die Welle bekommen, die haben die Welle gehabt, 1-1 stand's. Das ging immer schön weiter. In der 65. Minute hat man dann Teuchert rausgenommen und Sebi Ernst wieder reingebracht. Das war auch ein eigentlich guter Wechsel, hat aber in dieser Mannschaft auch vollkommen in die Toilette gehauen. Denn nur eine Minute später haben wir dann gleich das 2-1 zu bekommen durch Terence Boyd, der Kaiserslauterner Spieler. Ja, wie ist das zustande gekommen? Keine Ahnung. Das ist ein Seitenwechsel von Opoku auf Zug gewesen. Natürlich massig an Platz da wieder, ne, weil wir haben ja auch keine Abwehr mehr gehabt. Woher soll sie kommen? Wenn wir vorne schon nichts hinkriegen, haben wir dann hinten natürlich auch nichts mehr. Und ja, gefühlt kann Beuth da ganz entspannt mit Kaffee trinken, Kuba rauchen, durchlaufen. Es ist eigentlich keine Manndeckung, nicht mal mehr eine Abwehr da. Ja, und dann sagt natürlich Terence Boyd, ja, wenn du mir das so einfach machst, dann lege ich dir das 2-1 ins Tor. Yippie-yay-yay. Die Stimmung im Stadion ist natürlich dann gänzlich in die Tonne getreten worden. Die Euphorie aus der ersten Halbzeit ist natürlich dann auch komplett verschwunden gewesen. Wir haben uns eigentlich nur noch gedacht, wo hinten und wie lange muss ich das hier noch aushalten. Ja, und dann hat man natürlich in der 84. Minute hat unser Co-Trainer, dem natürlich überhaupt nichts zu ver... Den kannst du natürlich hier in dem Spiel komplett die Schuld abwenden, weil er hat damit nichts zu tun. Weil er ist nur der Ersatz für den Haupttrainer. Auch Stefan Leitl kannst du da nicht in die Pflicht nehmen, weil... Woher soll der Stefan Leitl die Mannschaft kaputt machen? Der hat sie super aufgebaut. Das haben wir uns natürlich wieder als Mannschaft wieder selbst vorzuschreiben, ne? Und wir Fans können da auch nichts ändern. Ja, wir können die Stimmung machen, aber wo sollst du denn eine Stimmung machen, wenn die Mannschaft nicht mal die Leistung zeigt, dass sie überhaupt eine Stimmung verdient hat? In meinen Augen. In der 84. kam dann Bayer und Kerk für Börner und Kunze. Das war so die letzte Möglichkeit, überhaupt noch in irgendwas zu kommen, um überhaupt noch das 2-2 zu machen. Ja, das haben wir dann auch vollkommen verpasst und haben auch überhaupt nichts mehr dafür getan, dass wir überhaupt irgendwo hinkommen. Ja, in den 7 Minuten Nachspielzeit haben wir dann auf Biegen und Brechen alles versucht, nochmal alles nach vorne geschmissen, egal was passiert. Ja, und egal was passiert, heißt dann am Ende 3-1 für Kaiserslautern in der 97. Minute. Kaiserslautern hat einen Konter gefahren und ja, im Grunde genommen war der Konter mehr oder weniger das Schlusswort. Denn kurz danach war es dann zu Ende. Ja, 8600 Fans im Gästeblock oder in der Gästekurve haben einen sensationell verdienten Auswärtssieg mit nach Hause genommen in die Pfalz nach Lautern.
Ja, und Hannover 96 hat mal wieder gelernt, wenn man den Kopf nach 35 Minuten ausmacht, dann hat man halt eben in der zweiten Liga nichts zu suchen. Da braucht es schon eine Leistung von 96 Minuten, bis der Schiedsrichter die Pfeife betätigt. Ja, und das ist leider Fakt. Und das haben wir schon oft gehabt. Und das haben wir auch noch öfters. Weil es kann nicht sein, dass unsere Kleingeister da hinten in der Ecke arbeitslos werden. Nein, wir hoffen nur, dass es stabil bleibt und dass wir lang genug durchhalten. Ich spreche hier auch nicht davon, was einige in der Kurve auch schon mal gesagt haben, was an mich herangetragen wurde. Einige haben die Meinung gehabt, dass wir vielleicht jetzt aufsteigen. Nein, nein, mit dieser Mannschaft möchte ich 2023 nicht in die Bundesliga aufsteigen. Weil wenn wir mit dieser Mannschaft in der Verfassung aufsteigen, dann haben wir Schalke 04 2.0, nämlich in Hannover. Dann sind wir Aufzug. Immer hoch, einmal hoch, kacken ab, werden vollkommen vermöbelt von allen, die da oben stehen. Jedes Spiel geht gefühlt 4 zu 0 gegen uns aus und wir fahren wieder nach unten in die zweite Liga und die Scheiße will ich mir nicht antun. Dafür bin ich kein Dauerkartenmitglied und auch kein Fußballfan, um mir das anzutun. Nein, bleibt mal schön da, wo ihr seid. Baut euch erstmal auf, weil das, was wir jetzt gegen Kaiserslautern gesehen haben, das ist definitiv nicht die Leistung, die ich von dieser Mannschaft sehen will. Wenn einer kämpft, dann nur die Fans in der Kurve, die kämpfen. Aber das, was wir nach 35 Minuten oder nach 38 Minuten auf dem Platz da unten gesehen haben, das war nicht das, was wir 90 Minuten sehen brauchen in der Kurve. Nein, nein, nein. Bleibt mir weg von Aufstieg. Das brauchen wir erst gar nicht anfangen. Weil die Scheiße, die kann, dann machst du die Mannschaft noch kaputt. Nee, nee, lass sie mal schön in Ruhe. Frage erst gar nicht. Auch als Journalist würde ich die Frage auf gar keinen Fall stellen, weil das ist sowas von unangebracht in diesem Hause hier, in diesem 96-Haus. Das mit dem Bundesliga-Aufstieg, da siehst du mal in Hamburg, was Bundesliga-Aufstieg heißt. Ne? Wir sind ein Jahr später wieder da. Heute macht Hamburg die fünfte Saison in Folge in der zweiten Liga. Das heißt das hier. Und das haben wir hier auch noch vor uns. Glaub mir, wir sind schon in der dritten. Es kann auch die nächsten 2, 3 Jahre noch so weitergehen. Erstmal festigen. Erstmal auf dem Boden bleiben. Erstmal nachdenken, wo wir überhaupt herkommen. Ja, und was wir überhaupt noch wollen. Von wegen Aufstieg. Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun, echt. Wirklich. Geh mir weg mit Aufstieg. Wenn das einer erwähnt, den klatsch ich. Der kriegt keinen Beifall von mir. Der kriegt von mir was anderes, so eine andere Frage. Geh mir weg mit Aufstieg. Das brauchen wir hier in Hannover nicht. Das kannst du machen, wenn wir eine stabile Mannschaft haben, die konstant unter den ersten 4 Spielen, wie jetzt Darmstadt zum Beispiel oder Heidenheim zum Beispiel. Ja, hätte ja niemand gedacht, dass Heidenheim mal unter den Top 3 steht. Aber jetzt passen sie es. Jetzt packen sie es vielleicht. Die können sagen, wenn sie wollen, wir schaffen dieses Jahr den Aufstieg. Weil auch ein Darmstadt, wie man ja heute schon wieder gesehen hat, ne, gewinnen 4:0 in Sandhausen. Das ist eine Mannschaft, die arbeitet. Das ist eine Mannschaft, die den Geist und den Willen haben, auch da oben stehen zu wollen. Wir haben das nicht. Wir hatten das nicht. Uns hat die Hinrunde gerettet, weil wir 5 Spiele in Folge gewonnen haben. Weil wir aus 6 Spielen 17 Punkte geholt haben. Das ist das Thema gewesen. Deswegen hat es uns die Hinrunde gerettet. Ja, da waren wir ja schon alle, sind wir FC Bayern Nummer 2? Nein, sind wir nicht. Das waren wir noch nie und das werden wir auch nie sein. Weil wir erstens den Etat nicht haben, zweitens das Geld nicht dazu und drittens die Spieler nie dazu haben werden, um das zu schaffen. Dann würden wir nicht in der zweiten Liga spielen. Aber es war schon erfrischend, mal zu erleben,
mal drei, vier Spiele in Folge mal einen Sieg zu sehen. Das gab es seit über 11 Jahren in diesem 96 hier nicht, in diesem Fangelage. Das war mal eine Entspannung, du. Da hat man schon gedacht, uiuiuiui, wollen wir es sehen? Nein, wir wollen das nicht wissen. Tatsache ist, nach 35 Minuten gegen Kaiserslautern abkacken, das ist die Realität. Und da müssen wir arbeiten. Und da muss der Verein arbeiten. Und vor allem die Mannschaft muss sich mal nachdenken, was sie da so tun. Weil das kann nicht sein, dass wir nach 35 Minuten aufhören zu spielen. Dann können wir die zweite Mannschaft von 96 auch auf den Platz stellen. Die haben mehr Elan, glaubt mir. Also das kann nicht sein. Sowas will ich hier nicht sehen. Das ist unglaublich, diese Ideenlosigkeit. Das ist unglaublich. Ja, vielen Dank für dieses Wort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Wir hören uns beim nächsten Fuba. Ich muss jetzt erstmal eine Ritalin-Tablette nehmen oder sowas. Sonst gehe ich hier gleich noch durch die Decke mit so einem Spiel. Ey, das glaubt dir kein Mensch. Ja, hallo. Und wenn du mehr von mir sehen oder hören möchtest, darfst du gerne in meine Social-Media-Kanäle wie Twitter, Instagram oder YouTube gehen. Da hast du noch viel mehr von mir. Und da siehst du noch einiges mehr von mir. Und natürlich über ein Like und ein Follow würde ich mich natürlich auch sehr freuen, in den Social-Media-Kanälen von dir zu hören. Und wenn du Anregungen oder sonstige Beispiele hast, die du mir gerne nennen würdest, darfst du mir gerne auf Instagram oder Twitter per Direktnachricht gerne eine Nachricht zukommen lassen. Und ich werde sie mir dann angucken und eventuell findest du ja dein Thema oder deine Anregungen demnächst hier in diesem Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für dein Ohr und bis zum nächsten Mal.